Ja, herzlich willkommen zu dem versprochenen Gratis-Video. Ich möchte Ihnen jetzt hier zeigen, wie Sie mit einem frei im Internet verfügbaren Programm einen Ordner mit Passwort schützen können. Dazu brauchen wir erstmal das Programm und das laden wir uns auf der Seite www.7-zip.de herunter. Achten Sie bitte darauf, dass Sie das nur von dieser Seite herunterladen. Es gibt nämlich im Internet auch Seiten, die klingen ähnlich. Da fehlt hier oben der Strich zum Beispiel. Also zwischen 7 und dem Z fehlt der Strich. Und dort können Sie erst gegen Gebühr diese Software herunterladen. Und das ist alles Quatsch. Also da will Sie jemand abziehen. Sie gehen bitte also auf diese Seite www.7-zip.de und gehen bitte hier auf den Download-Link, wenn Sie eine 32-Bit-Windows-Version haben, oder auf diesen Download-Link, wenn Sie eine 64-Bit-Windows-Version haben. Die meisten von uns werden wohl diese hier haben. Prüfen Sie das vorher in Ihrem System. Wenn Sie es nicht herausfinden und Sie denken, Sie haben eine 64-Bit-Version und versuchen, das danach zu installieren nach der Installation, glaube ich, werden Sie feststellen, dass es nicht funktioniert. Diese Installationsprogramme wissen schon, welches System sie haben. Also, ich denke, die meisten werden die 32-Bit-Version haben und klicken einfach mal hier mit der Maustaste links drauf. Und dann sollte sich ein Fenster öffnen. Irgendwann. Ah, da haben wir es. Und Sie speichern dieses Programm am besten auf den Desktop. Ich habe das bereits gemacht, deshalb gehe ich mal hier auf Abbrechen. Gehe zurück auf den Desktop und hier liegt diese Installationsexe. Einfach doppelt draufklicken und im System installieren. Wenn Sie damit fertig sind, sollten Sie entweder eine Verknüpfung auf dem Desktop haben oder Sie müssen diesen 7-Zip-File-Manager öffnen mit Startprogramme. Okay, wir öffnen den mal und gehen auf Extras, Optionen und hier legen wir fest, für welche Systemdateien 7-Zip zuständig ist. Wir sagen mal, hier machen wir einen Haken, hier bei RAR und bei ZIP. Klicken auf OK, schließen den File Manager wieder. Und werden jetzt mal eine Datei mit einem Passwort versehen. Ich habe da mal eine vorbereitet und zwar die Datei Bank mit meinen ganz gefährlichen Bankdateien. Sie werden diese Datei mit der rechten Maustaste anklicken, gehen auf 7-Zip, sagen zu einem Archiv hinzufügen, dann öffnet sich ein neues Fenster. Dann sagt er uns, aha, da wird das Archiv für das Bank.7z. Und jetzt gehen Sie bitte hierhin an diese Stelle. Hier können Sie Ihr Passwort festlegen. Was ich jetzt auch mal ganz schnell mache. Dann lassen Sie bitte hier die Verschlüsselung und Dateinamen verschlüsseln. Den Haken lassen Sie bitte auch. Dann gehen wir auf OK. Und dann haben Sie kurz gesehen, da ist ein Fenster gewesen, was diese Bankdatei zu einem Archiv hinzugefügt hat und dann erscheint dieses Fenster. Eine Bank.7z mit einer 7 hier oben. Okay, wenn wir jetzt hier doppelt draufklicken und auf diese Datei zugreifen wollen, sollte er uns eigentlich nach einem Passwort fragen. Wir probieren das mal. Jawohl, er macht es. Dann geben Sie Ihr vorher festgelegtes Passwort ein und klicken auf OK. Voilà. Er hat diese Datei geöffnet und jetzt können wir hier ganz einfach damit arbeiten. Sie können hier zum Beispiel noch eine weitere Datei zu der Bank.7-Zip hinzufügen. Ich habe hier mal eine Datei Film angelegt. Hier habe ich meine Filme drin. Sie ziehen mit der linken Maustaste halten Sie gedrückt, die linke Maustaste halten Sie gedrückt und den Mauszeiger einfach hier in diesen
in dieses Fenster reinziehen und dann lassen sie die linke Maustaste los und dann sagt er uns, sollen die Dateien wirklich zu diesem Archiv kopiert werden, bla 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 bla. Okay, das machen wir, ja. Und dann macht er das. Und dann können wir diese Geschichte wieder schließen, diesen File Manager. Und jetzt haben wir eine Kopie von Bank und Film in der Bank.7z. Dann können Sie die beiden Dateien auf einem USB-Stick ziehen oder auf eine Datei brennen, auf eine CD brennen, sodass sie nicht mehr auf dem Rechner existent ist. Und dann arbeiten Sie nur noch mit dieser Bank.7z. Sie sehen, es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Der Nachteil nur von dieser Passwortbelegung eines Ordners ist, wenn Sie hier ganz viele große Datenmengen drin haben oder hier, oder Sie wollen Ihre Fotos ebenfalls mit in dieses Archiv hineinziehen, dann dauert das immer ewig lange, bis dieser Ordner erstellt wurde, also diese gepackte Datei erstellt wird. Und wenn Sie danach wieder mitarbeiten möchten, beziehungsweise Sie möchten Ihre Filme anschauen oder Ihre Fotos anschauen, dann müssen Sie dieses Bank.7z erst wieder öffnen und dekomprimieren, und das dauert immer ewig lange. Also diese Geschichte ist eigentlich nur für eine Datenmenge unterhalb von, sage ich mal, 100 MB geeignet. Für größere Datenmengen gibt es viel bessere Methoden und Lösungen. Und ja, ich kann Ihnen eigentlich nur empfehlen, mal bitte auf meine Seite zu gehen, www-ordner- minus, nee, das war falsch. www.ordner-passwort-schützen.de. Und ja, schauen Sie sich einfach mal an. Testen Sie mein Videoseminar. Sie werden sehen, es gibt ganz schicke, clevere Lösungen, um diese Sachen richtig mit Passwort zu belegen, einen richtigen Ordner. Sie können damit Programme sperren, damit diese nicht ausgeführt werden. Sie können Ordner verstecken, sodass niemand weiß, dass sie überhaupt da sind. Und ich habe für Sie das Videoseminar halt erstellt, um Sie zu schützen vor den ganzen Halunken und neugierigen Nachbarn, Mitarbeitern oder sonst wen, der auf Ihre Daten zugreifen will. Gehen Sie auf die Seite www.ordner-passwort-schützen.de und testen Sie meine Videoanleitung. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.